Morgen aus Höfelhof. Guten Morgen. Wir sind heute bei Bernd Neumanns Ems-Quellenmarathon und stehen hier vor dem Infozentrum der Ems-Quelle und staunen gerade ein bisschen über das Wetter. Es ist sehr nass. Das Infozentrum wirkt noch so ein bisschen verlassen. Das könnte aber durchaus an der frühen Uhrzeit und am Wetter liegen. Ja, es ist Kackwetter. Ohne Wenn und Aber. Aber es geht los. 3, 2, 1. Der Ems-Quellenmarathon beginnt im Kackwetter. Gibt es aber viel zu sehen. Unter anderem auch Sonnentau. Sehr schön. Ja, hier ist die Senner Wetterstation. Der Stein ist nass, also es regnet. Genau wie letzte Woche haben wir auch hier eine Rundenzählung. Einmal für mich und einmal für dich. Sehr gut. Ja, hier kommt an mehreren Stellen das Wasser aus der Erde. Hier sind die Ems-Quellen, mehrere. Und ab hier startet dann die Ems in Richtung Nordsee. Oh, hier ist ein Selfie-Point. So, weiter geht's. Hier hat sich jemand eine Bude gebaut. Die Sonne kommt raus, juhu! Gerade haben wir uns noch über die Sonne gefreut, jetzt regnet es wieder. Na toll! Hallo. Ja, hier ist die Ems schon ein kleines Flüsschen geworden. Ja, wir sind jetzt Laufweg 3 Kilometer von der Quelle weg. Aber die Ems hat sich schon ordentlich verändert. Wir sind wieder am Parkplatz
des Ems-Infozentrums. Ja, die Runde ist 7,1 Kilometer lang. Erste Runde ist jetzt geschafft. 5 kommen noch, oder? Ja, 5. Ja, noch 5. Runde 2. Zack. Ja, der Truppenübungsplatz Senne ist ja auch direkt nebenan. Krass, die macht Krach. Jetzt haben wir gerade Helmut und unseren Gastgeber, den Bernd, getroffen auf der Runde. Sehr schön, das ist eine richtig tolle Runde. Ja, Landschaft zum Träumen. Ja, nur mit dem Wetter, da muss er noch mal gucken, dass er das besser hinkriegt. Müsst wiederkommen, wenn es besser ist. Das Wetter ist astrein. Ja, und sieht die Sonne ein bisschen. Außer zum Schluss, wenn du von dem Wildgatter im Wald läufst. Ja, das stimmt, genau. Und so was eingetragen. Runde 4. Pause. Prost. Am Kofferraum VP. Weiter geht's. Wir sind in Runde 5. Juhu! Juhu! Ja, wir sind wieder auf dem Parkplatz und jetzt geht's in die letzte Runde. Juhu! Jo! Wir läuten sie ein. Ding, ding, ding! Wir laufen jetzt zum 6. Mal hier an einer Weitsprunganlage vorbei und hinten auf dem weißen Schildchen, da sind Tiere drauf und da steht dran, wie weit diese Tiere springen können. Und jetzt zeigt uns Kerstin mal, wie weit sie springen kann. Ich trau mich gar nicht. Ah. Ja. Mit einem Doppelsprung war da dann noch irgendwie, glaube ich, mit drin. Das wäre jetzt Feldhase. So, und jetzt schauen wir mal, wie weit Frank kommt. Na ja. Ich glaube, das war ein knapper Feldhase. Ja, auch ganz, ganz, ganz knapper Feldhase. Aber zum Glück war es besser als Feldmaus, oder was war das erste? Waldmaus. Aber für Kilometer 37 mit dicken, schweren Beinen jetzt war das ja gar nicht so schlecht. Ja. Fand ich zumindest. Ja, immerhin konnten wir noch springen.
Ja, geht so. Ja, zum letzten Mal müssen wir jetzt unsere Rundenzählung aktualisieren. Klack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Runden, gleich haben wir es geschafft. Eine halbe noch. So, jetzt gönnen wir uns noch mal einen Blick auf die Emsquelle von oben. Da unten ist die Quelle. Hier startet ja der Ems-Radweg, aber der ist ein bisschen lang, so 385 Kilometer bis nach Emden. Und ja, das wäre auch noch mal so ein schöner Etappenlauf, aber ist schon lang. Braucht man 7-8 Tage für, glaube ich. Ist ja noch mal eine Ecke mehr als die Altmühl. Schauen wir mal. Ja. Was genau. So kommt. Wir sind wieder auf dem Parkplatz. Das heißt, Puh. Wir haben es geschafft. Juhu! Geschafft. Ja, der Ems-Quellenmarathon ist erledigt. Geschafft. Juhu. Mann. Boah. Uff. Erstmal ein bisschen stärken jetzt. Oh. Oh. Zack. Prost. Prost. Ja, das war der Ems-Quellen-Marathon von Bernd Neumann. Ganz lieben Dank wieder für das Markieren der Strecke. Ja. Wir haben den Track auf dem Handy gehabt, aber wir haben ihn nicht einmal benutzt. Wir Nö. Brauchten ihn nicht. Man konnte den Flatterbändern einfach nachlaufen und dann hat man die Strecke einfach gefunden. Top. Die Strecke ist ganz, ganz kurzweilig. Ja. Wir haben vorhin sogar überlegt, ob wir nicht doch noch eine Runde dranhängen. Aber nächste Woche haben wir etwas Längeres vor und deswegen haben wir uns gedacht, reicht für heute definitiv der Marathon. Jo. Aber wunderschön. Vielleicht irgendwann im Sommer, wenn das Wetter ein bisschen besser ist und alles Heide ein bisschen blüht. Genau. Dann ist das nochmal wieder eine andere Atmosphäre. Dann kommen wir gerne nochmal wieder. So, alles klar. Selber laufen, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Tschüss. Tschüss.